Single Let's Play Hütte. So, Aufnahme ist gestartet. Ach, das wird schön. So. Dann hoffe ich mal, dass Thomas und Cindy auch noch zu uns stoßen. Ja, wäre sonst so ein bisschen einsam, ne? Oh, dezent. Ich meine, ich kann heute wahrscheinlich eh nur 2 Stunden, beziehungsweise es sind erstmal 2 Stunden angesetzt von meiner Seite aus. Hat sich nichts getan. Gucken, wie viel sowieso so denn abgeht innerhalb dieser 2 Stunden. Was tue ich hier gerade? Da bitte raus, danke. So. Boah, viel Zeug drin. Übrigens, wenn man jetzt spricht und nicht den Knopf drückt, dann tut sich nichts. So, dann mach ich mich mal auf den Weg. Bin auch in der Nähe. Ja, ich bin ein bisschen in der Stadt und gucken wir mal an, aber hat sich ja nicht so viel getan. Nee. Nur so ein paar Kleinigkeiten, gerade bei Neil, da hat, habe ich vergessen, wie der heißt. Der eine, der da praktisch dazu kam bei dem letzten. Noch ein bisschen rumpflückt. So. Boink. Ich hoffe nur, dass man mit meinem Audio klappt. Na, bei mir kommt es bisher ganz gut an. Also. Ja. Ja, ich hoffe, das ist auch in der Aufnahme nachher irgendwie so halbwegs vernünftig, weil letztes Mal war es ja alles irgendwie ein bisschen zu laut. Ach so. Ja, aber das ist das übliche Linux und Audio, ne? Man kennt das. Ja. Ich meine, ich habe mich jetzt auch ein bisschen, also ich weiß mittlerweile, wo ich bei Alda Mixer da was, wie, wo einstellen muss, aber ja, als ich das rausgefunden habe, oder bis ich es rausgefunden hatte, war ich auch ganz schön am Struggeln. Naja, klar, auf jeden Fall. Ich nehme jetzt irgendwie 2 Kanaltonen auf, also Commentary und Gameplay getrennt. Aber Mumble geht natürlich irgendwie ins Gameplay mit rein. Und da ist natürlich die Frage, ist das nicht zu laut? Weil das dann hinterher zu regeln, das ist dann doch etwas schwieriger. Ja, definitiv. Und ich habe mir endlich mal Click-to-Talk angemacht. Oder Push-to-Talk. Was genau macht das? Naja, sobald ich eine Taste drücke, spreche ich. Und wenn ich Taste loslasse, hört man es nicht mehr. Ah, okay, ja gut. Quasi wie so ein alter Walkie-Talkie. Genau. Und dann schön auf die Maus gelegt, also auch ohne dann irgendwie groß umdenken zu müssen mit irgendwelchen Tasten. Also einfach Daumentaste von der Maus und fertig aus. Gut, ja, müssen wir nur mal gucken, was wir jetzt. Also hier haben wir ja schon ein paar Häuschen. Ich frage, welches gehört da nochmal wen? Hier läuft man mit ja schon ein bisschen her. Jo, ansonsten halt unser Lager hier noch oben noch ein bisschen weiterbauen. Sieht ein bisschen abgeschnitten aus. Das ist das, was ich so jetzt hatte. Jo. Jo, es fehlt noch so ein Dach, ne? Genau. So richtig schönes, altchinesisch geschwungenes Dach. Somit, okay, sehr gut jetzt. Ja, das baust du dann aber. So. So, gleich wieder Baumwolle nachpflanzen oder wollen wir mal gucken, dass wir was anderes anbauen? Bin ich gerade am überlegen, eben gucken wir erstmal hier, von was wir überhaupt wie viel da haben. Wir haben ganz schön viel. Mais, jeweils, 500 Mais, 200 Erdbeeren. Okay. Ja, sehr gut. Brauchen nur noch eine Kiste für Baumwolle. Da war auch der. Genau, da wurde gerade den nein, hier war Farbe. Haha, da. Schwupps und schwupps. So. Hä? Ach nee. Rechtsklick, ne? Genau. Rechtsklick rein, Linksklick raus, jeweils immer ein Stack und wenn du dabei die Schleichtaste gedrückt hältst. Dann das gleiche, aber immer nur eins. Ja, gut zu wissen. So war das, glaube ich. Kann man aus Baumwolle nicht auch Wolle ganz normal craften?
Doch, genau, viermal als Viereck anordnen, glaube. Da kriegst du dann diese Wollewürfel. Aber andersrum geht's, glaube ich, nicht. Ja, ich wollte mir mal ein paar Beutel machen. Genau. Und die wollen ja alle Das, Ruder haben. aha, ein großer, ja, für eine große Tasche braucht man einfach mal 120 Wolle. Ist schon ganz schön, da brauchst du ein bisschen. So. Ich merke gerade schon, unser Straßennetz wurde erweitert. Ach ja, da hinten hat der Thomas, glaube ich, sein Haus gebaut. Das ist ja eher schon so ein Schloss von hier aus, ne? Ja. Mit einer seltsamen Fensterdekoration. Oh Gott, oh Gott, ich hoffe, das klappt mit dem Audio alles. Naja, Und wir eine werden sehen. Stadtmauer aus Papyrus. Nur die hält was aus. Ja, locker. Damit kannst du Panzer abwehren. Na, mindestens. Hier auch schön mit den Feldern. Meine Güte. Ja. Ah doch, das Haus dürfte Thomas und Celine gehören. Da war was. Ja, genau. Auch nicht bei Thomas. Nice. Ach. So, ich muss es ja nur lokal rausschneiden, weil Push to Talk. Gut, dann mache ich mich mal direkt ans Dach bauen bei unserem Lagerchen. Mal gucken, ja, wie ich das gestaltungstechnisch am klügsten mache. Oh, ich sollte doch mal was essen. Hab nur noch 35 Sättigung. Stimmt, gute Idee. Was ich aber nicht ganz verstehen kann, weil ich könnte schwören, dass ich vorhin erst meine Bildschirm selbst hochgestellt hatte. Hast du die Bildschirmhelligkeit hochgestellt? Nee, da war ja gerade hier unten links die Magenfüllung, der quasi als Sättigung angezeigt wird, meinte ich gerade mit, ich habe meine Bildschirmsättigung hochgestellt. Ist ja auch Badum-Bitz. ganz genau so. So, die gut bekannten Wildzwiebeln, wovon hier echt en masse wachsen. Also, Zwiebeln hat man nie zu wenig. Och, Kartoffeln sind eigentlich auch ganz cool. Ja, vom Nährwertgehalt sind Kartoffeln und Gurken ganz gut, ja. Da kannst du dir so einen Salat machen und der pfeffert echt ganz schön rein. Da bist du erstmal halb voll. Aber eben so für unterwegs ist halt immer Zwiebeln ganz gut, weil eben die Zwiebeln, die wachsen echt wie Sand am Meer überall. An manchen Stellen hast du mehr Zwiebeln als Gras. Warten. Hä? Wie kriegt Die man denn Kerze. Baumwolle angepflanzt? Ach so, nee. Das, was du gerade in der Hand hast, nicht, sondern du bekommst, wenn du Baumwolle erntest, bekommst Ach, du die immer diese Samen. Ah, ich weißen sehe es, ich Knäuelchen. sehe es, ja. Genau. Ich habe als Ausrede, dass ich immer noch ein bisschen krank bin. So. Aber Genau, wie gesagt, Baumwolle das werden wir ist. auf jeden Fall noch brauchen, weil wenn man echt so viel Wolle braucht für die Beutel, dann ist natürlich der Vorrat sofort aufgebraucht. Ja, die Beutel, die verbrauchen echt abartig. Vor allen Dingen, wir sind ja auch zu viert, halt, also wir brauchen quasi viermal vier Beutel. Und ja, das ist ganz schön viel. Oh, ich mach das gerade, das Feld gerade schon wieder voll. Machen so. Hat's da etwa gerade geleckt? Ach, ich hab Kamera, ich hab keine Dinger mehr. Cool. Na gut, egal.
Ich überlege gerade, ob ich hier einfach nur ein Dach raufklatsche oder noch eine richtige begehbare Etage, weil dann bräuchten wir hier auch noch irgendwo eine Treppe, wo dann die Frage wäre, wo die hinkommt. Aber ich glaube mal, Richtig direkt einfach da. ein Dach reicht hier von der Höhe her schon aus. Noch eine Etage drauf muss eigentlich nicht. Naja gut, wenn das Sollte ein so. Spitzdach wird, hast du ja automatisch eine Etage. Stimmt auch wieder. Na gut, ich mache erstmal das Dach und dann können wir mal gucken, wie dein Platz ist, wie man denn hier eine Treppe noch einfügen kann. Quasi genauso wie beim BER. Erst bauen, dann planen. Das funktioniert immer. Natürlich. Eröffnung So. dann 2050, ne? So ungefähr. Gehen. Dass man die nicht stacken kann, solange die leer Dann der sind alles bekannte zumindest. provisorische, ja, temporäre Bauschutt hier. Treppe nach oben. Die gute Baustellenlehre. Juhu. Aus biologischem Amt. So, bauen wir Wir neu haben aus. Oh, hier alles. Holzwände. Gucken, was passiert. Hey, das ist super. So, wie ging das jetzt? Das und das Was würde außen. denn Gut, von der Optik ich hab her keine gut fürs Baumwolle mehr, Dach deswegen nicht. passen? Mal gucken. Da ist er leer. Ziegelsteintreppe ist zu krasse Unterschied. Diamantdach, klar, einfach aus Diamanten. Ach Willst du nee, mich Kristallblocktreppe. verarschen? So muss das sein. Und da kriegt man dann einen großen mit. Da kriegt man dann einen großen mit. So. Wüstenpflastersteintreppe sieht von der Textur eigentlich immer ganz Kriegen wir noch einen gut zweiten großen aus. mit. Moment Wurde aber eng jetzt. mal, Wüstenpflastersteintreppe und was Ah, ist das hier? Wüstensteinziegeltreppe. Der, wer denkt sich diesen Namen aus? Okay. jetzt kriegst du einen zweiten raus. So. Ja doch, machen wir hier Wüstensteinziegeltreppe, wo ich aber ganz schön viel Wüstenstein, die eher von den Wüsten. Wüstensteinziegeltreppe. Ja. Naja, wenn schon genau, dann auch richtig genau. Große Bitte, besuche ich Tasche. mal eine Wüste. Hier habe ich noch eine Tasche. Was ist denn hier drin? Da In ist die nichts drin. Richtung war ein Pilzbiom, da hinten war ein Dschungelbiom. Dann nehmen wir die Tasche hier mal Sind von den raus. Wüsten in der Nähe, ne? Ich glaube nicht. Zweite Muss ich jetzt Tasche. mal wandern? Lol. Ah, das wird nichts mehr. So, zu wenig Baumwolle. Gut, aber es ist ja neu angepflanzt, also von daher alles gut. Das behalte ich mal auf Okay. Tasche, das behalte ich mal auf Tasche hier. Hier unten hin. Ah, naja, gut. Tasche, 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 Tasche. So, zwei große Taschen, ich glaube, das reicht erstmal. Boah, für den Anfang schon. Weil das Schöne an diesen Taschen ist, wenn man stirbt, dann behält man die Taschen und den Inhalt irgendwie, also ja. Keine Ahnung, ob so gewollt ist oder einfach nur vergessen wurde, das mit zu implementieren, aber eben Taschen samt Inhalt behält man, wenn man stirbt. Finde ich ganz witzig. Ja, auf jeden Fall. Ich guck mal, ob noch mal irgendwo Lehm ist für die Dachumrandung. Dahinter müsste Okay. Lehm gewesen sein. Stahlspitzhacke. Ja, Stahlhalm habe ich gerade nicht dabei. War hier Lehm? Nein, hier war doch kein Lehm. Doch da, ich sehe ihn, ich sehe ihn. Lehm. Ich kann mich schwach daran erinnern, dass ich ein bisschen farbiges Leben da in eine Höhle abgebaut habe, genau da, wo du bist. Ich habe gerade den letzten Rest irgendwie rausgerupft. Ah, Acht okay. Notes, na immerhin.
Aber ich glaube, da war noch irgendwo was. 8 Kubikmeter soll reichen. Okay. Ja, da war noch so eine zweite Höhle, da war auch noch ein bisschen was drin, glaube ich. Na, wir haben ja hier hinter dieser einen Hütte haben wir noch so. Ach, das ist Butter. Na, scheiße. Also hinter welcher Hütte? Ach, hier hinter der, da wo der Keller gebaut ist. Da will, genau. Ich glaube, da war kein Leben, oder? Da auch, nee, glaube nicht. Das ist ja alles Gestein, also nur normales Gestein. Aber immerhin schon mal ausgeleuchtet. Und Treppen gebaut. Ja, ja. Eben. Hatten wir die ganzen Rohstoffe gefarmt. Diamanten und Erdöl und seltene Erden. Ja, was man so braucht, ne? Klar, seltene Erden ist Grundnahrungsmittel. Ja, die kommt dann mit ein bisschen Wasser und dann machst du da Beton drauf. Wofür brauchst du das sonst? Ah, hier ist aber auch. Gutchen, dann würde ich mal sagen, ja, dann lädt man meine Taschen weiter und dann gehe ich mal auf eine Wüstensuche. Sollte ja nicht so selten vorkommen. Aber wahrscheinlich habe ich wieder das Glück, ich habe eine Wüste ganz in der Nähe und renne einfach direkt dran vorbei. Natürlich, das geht immer so. Wir brauchen Leben. So. Okay. Ich meine, man kann den wahrscheinlich auch brennen und färben, aber den so zu finden ist, glaube ich, einfacher. Lalalalala. Da ist Lehm, aber der ist ungefärbt. Nanu? Nanu? Lol. Gut, da wird aber auch kein Lehm sein. Ein Stack voll Reis. Um Reis reißt man sich. Sehr schön. Da muss man weit für reisen, würde ich sagen. Also wenn du einen Dschungel brauchst, hier ist einer. Ah, eigentlich eher genau das Gegenteil davon. Wow, was haben wir denn damals alles zusammengesammelt? 700 Blöcke, hier 700 Stahlbarren. Ist das schon eine ganze Menge. Ja, aus der einen riesigen Höhle wahrscheinlich alles. Ah. Hey, ihr wart ja unten in diesem riesigen unterirdischen eigenen Kontinent da. Naja, genau. Und da habe ich auch stackweise irgendwie Eisen mit hochgebracht. So. Ich schwimme da jetzt einfach mal schnell durch. So, ich habe alles, was ich brauche, schon verbringt. Ich komme mich aber auf die Suche. Anhalter gibt es ja hier leider nicht. Ich hoffe nur, dass ich irgendwann auf so ein Lehmbio umstoße. Na, ich weiß nicht, im Wasser, da gibt es ja relativ viel Lehm immer, aber das ist, glaube ich, immer dieser ganz normale Lehm, nicht der farbige. Nee, ist der ganz normale, den man dann brennen und färben kann wahrscheinlich. Ja. Eben, der vorgefärbte, den gibt es meistens in irgendwelchen Höhlen. Ja. Vor allem so flachere Höhlen halt. Also die halt so extrem tief runtergehen, da dann auch eher seltener. Ja, immer relativ nah unter der Erdoberfläche. Ja. Ist ja welchen auch so, glaube ich. Ich bin jetzt nicht so der Geologe, aber glaube schon. Ich würde auch eher den Lehm weiter oben vermuten. Und ich glaube, ich brauche doch mal ein Boot. Habe ich denn Holz dabei? Nein, ich habe natürlich kein Holz dabei, aber hier ist ja Holz.
Habe ich eine Axt dabei? Nein, ich habe natürlich keine Axt dabei. Aber ich habe ja meine Hand. Und wir haben ja hier den Abbaumod. So. Kann man nämlich mal gucken. So. Was für ein riesiges Bananenbiom hier bei uns ist. Wir könnten uns die ganze liebe lange Zeit nur mit Bananen ernähren. Die wachsen auch nach, oder? Kann man die anpflanzen? Ui, hatte ich mal getestet. Ich weiß aber mittlerweile gar nicht mehr, was dabei rauskam. Ich glaube, wachsen Bananen nicht nach. Bananen, Kakao und so die ganzen Sachen, die hier mit diesem Etherwheel-Mod hinzukommen, die wachsen, glaube ich, nicht nach. Nur die Sachen, die wirklich direkt im MyTest selber verfügbar sind, heißt also solche Sachen wie diese Bärenbüsche, da wachsen die Bären nach, aber hier so Bananen und so, glaube ich, nicht. Ach, schade. Ansonsten kann man ja einfach irgendwo eine abschlachten, wo man weiß, dass wenn man da... Yay, ich habe Wiese gefunden! Wo man sich da später noch erinnern kann. Und dann kann man ja gucken, ob denn so ein paar Minuten später wieder eine neue Banane dran ist. Wiese mit Kaktus und allem drum und dran. Eine richtige Vollversion. Na, herzlichen Glückwunsch, ich bin im Pilzbiom. Okay, wachsen einfach mal mitten in der Wüste Kaffeebäume. Achso, ist eine richtige Oase hier. Schmeiß ich mein Boot weg. So ein bisschen ruckelig ist das, wenn man mit dem Boot fährt. Tiefer Ozean. Jetzt habe ich zwar schon eine Wüste gefunden, aber hier ist weit und breit nur der Weißbrote. Mal gucken, ob ich noch was finde. So, was ist das denn hier? Was ist? Scheiß Treibsand. Da ist die Vollsand. So. Das hier. Dry Door. Oh, vertrocknete Erde. Ist die vertrocknete Erde eigentlich für irgendwas gut? Wie bitte? Die vertrocknete Erde? Nee, das ist glaube ich einfach nur so ein optisches Ding, genauso, ja genau, die vertrocknete Erde ist rein Deko, aber da wachsen diese komischen schwarzen vertrockneten Bäume und die sind ganz schön special, weil aus denen bekommt man nämlich direkt 2 Kohle. Ohne dass man die erstmal brennen muss oder sowas, sondern direkt einfach im Crafting-Menü direkt 2x Kohle. Ja, nice. Aber mit der Erde habe ich so erstmal noch nie was probiert, um viel zu machen. Von daher wüsste ich da erstmal nicht, dass die ein besonderes Feature hat. Außer ein Feature mit Eminem. Naja, ich nehme einfach mal ein bisschen was mit. Ja, Pilze, soweit das Auge reicht, aber kein Lehm. Schade. Hier in der Wüste bei den ganzen Höhlen, die ich hier habe, da ist auch eher weniger Lehm. Kann aber daran liegen, dass eben
es in der Wüste allgemein kein Lehm gibt, weil in der Wüste eher trocken ist und Lehm braucht ja Feuchtigkeit. Von daher durchaus naheliegend. Tja, aber roten Sand finde ich hier keinen. Das heißt, wir werden es wohl mit weißem Sandstein denn das Dach machen. Muss ich nur mal gucken, ob dafür nicht das Holz, was wir dort für die Wände genutzt haben, zu dunkel dafür ist. So. Eine Spitzhacke bitte gratis. Naja, sonst in Lehm brennen, Steine draus machen. Nee, brennen und dann kannst du ja diese Steinblöcke draus machen. Die kannst du ja dann zuschneiden. Ja, nur diese Ziegelsteintritten, die haben so eine extrem Struktur, was mir persönlich immer zu bissig ist. Das ist quasi ein zu hoher Kontrast. Entweder habe ich da einfach nur einen komischen Geschmack oder, ja, keine Ahnung. Sag mir das immer nicht so ganz zu. Gleich irgendwie fast zum Start wieder gelaufen, oder? Uah. Na geil. Hab ich den Zeug dabei, um wieder mich rauszugraben? Nein, hab ich natürlich nicht. Ich nehme mal ein bisschen hiervon. So, das sollte reichen. Boah, das reicht. Hey, Moment mal. Ach, es gibt drei Arten von Wüstensandstein. Alter, wollen die mich hier auf den Arm nehmen? Das gibt's doch gar nicht. Also das ist der rote, dann gibt's noch gelben. Und ich habe jetzt weißen, oder was? Silver Sand, ne? Lol. Ja, nur daraus kann man scheinbar gar keine Treppen oder so machen. Zumindest sehe ich hier erstmal so. Ah, doch, kann man. Okay, doch. Ist nur im Crafting Guide irgendwie ganz hinten. Obwohl die anderen beiden ganz vorne sind, deswegen war ich gerade ein bisschen verwirrt. Aber gut, machen. Ich glaube, der sortiert nachdem, wann die Mod geladen wurde. Das kann natürlich durchaus sein, ne? Stimmt. Eine Palme. Da ist wahrscheinlich auch kein Lehm. Ah, man kann nicht zoomen. Hier, also ich habe mal gerade geguckt, aus diesem vertrockneten Sand kann man einfach nur so ganz normal Treppen und so machen, also so wie jeder andere Sand quasi aus. Also rein oder einfach nur Deko. Ganz genau, ganz genau. Ja, zu bezweifeln, dass es hier irgendwo Leben gibt.